أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Liebe Geschwister und herzlich willkommen zum heutigen Vortrag. Es geht weiter mit der nächsten Station auf dem Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala und das ist die Station der Freude. As-surur. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. Sag, durch die Huld Allahs und seine Gnade, damit sollen sie sich freuen, oder dadurch sollen sie sich freuen, dies ist besser als das, was sie sich aneignen. Also die Huld Allahs und die Gnade Allahs, also die Gaben Allahs, Azza wa Jal, die wir bekommen haben, das ist Grund zur Freude mehr als das Weltliche. Und wir haben ja das letzte Mal über den Geschmack des Glaubens gesprochen. Wenn wir diesen Geschmack empfinden und kosten, dann empfinden wir Freude und Glückseligkeit und Fröhlichkeit. Ibn al-Qayyim rahimahullah sagt nun, also hat Allah seine Diener dazu aufgerufen, fröhlich zu sein oder sich zu freuen auf die Huld Allahs und die Gnade Allahs. Und das ist etwas Wichtiges. Du sollst dich freuen, dass du betest, dass du Koran liest, dass du praktizierst, dass du eine Sünde nicht getan hast, dass du diesen Kampf, diese Runde zwischen dir und Shaitan oder dir und deine Seele, die hast du gewonnen. Da sollst du dich freuen, denn das ist eine Gnade Allah subhanahu wa ta'ala. Und er sagt, diese Freude ist also ein Genuss, welches im Herzen stattfindet oder welches im Herzen empfunden wird, weil man das erreicht hat, was man haben möchte. Freude ist also was? Freude ist der Genuss im Herzen, etwas erlangt zu haben, nachdem man verlangt oder nachdem man ein Verlangen hat. Das ist Freude. Und Allah Azza wa Jal erwähnte nochmals diesen Aufruf und diese Aufforderung zur Freude, indem er sagte, subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum wa shifa'un lima fi s-sudur. وَهُدًا وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ O ihr Menschen, wahrlich, zu euch ist eine Ermahnung gekommen von eurem Herrn, Heilung für das, was in den Brüsten ist, Rechtleitung und Gnade für die Gläubigen. Also das ist der Grund, warum du dich freuen sollst. Du hast von Allah subhanahu wa ta'ala eine Ermahnung bekommen von Allah. Diese Ermahnung, Dhikrullah, Al-Quran, diese Ermahnung ist erstens eine Heilung für das, was im Inneren ist. Das heißt, du wirst Ruhe empfinden, Seelenfrieden empfinden. Und es ist eine Rechtleitung und eine Gnade, Barmherzigkeit für die Gläubigen. Und so sagt Ibn al-Qayyim, und es gibt nichts anderes, worüber man sich mehr erfreut, als diese Huld und diese Gnade Allah subhanahu wa ta'ala. So freut man sich aufgrund von Allah, aufgrund des Gesandten, aufgrund des Glaubens, aufgrund der Sunna, aufgrund des Wissens, aufgrund des Korans. Und das ist die größte Freude der Wissenden. Also das ist der Grund, warum sie sich am meisten freuen. So sagt Allah Azza wa Jal, وَإِذَا مَا
أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. Und wenn eine Sure offenbart wird, dann gibt es einige, die fragen, wem von euch hat diese Sure den Glauben gestärkt? Diejenigen, die glauben, denen hat sie den Glauben gestärkt und sie haben Freude oder sind erfreut. Sie freuen sich auf etwas. Auf was? Auf die Rechtleitung, auf den Lohn Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah sagt, وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ. Und diejenigen, denen wir das Buch gegeben haben, also Al-Quran, die freuen sich auf das, was dir offenbart wird. Und hier mal die Frage. Hast du diese Freude empfunden? Auf was freuen wir uns, wenn du zum Beispiel ein neues Handy bekommst? Wie ist so die Freude? Groß, oder nicht? Du schaust dir das an und sieht gut aus. Ja, was hat das für Funktionen? Ja, mehr Speicherkapazität und so weiter. Noch schöne Cover und so weiter und so fort. Stell dir mal vor, du kriegst ein neues Auto. Wie ist da die Freude? Wenn du jetzt dein Handy immer in der Hand hältst und es gefällt dir, das Handy, weil die Funktion und das Aussehen und so weiter und so fort toll ist, dann wirst du jedes Mal Freude empfinden. Wie sieht es aus, wenn du den Koran in die Hand hältst? Was empfindest du da? Du hältst den Koran in der Hand und das Handy in der Hand. Wo flattert dein Herz mehr? Beim Koran oder beim Handy? Und genau das ist der Punkt, dass die Gläubigen sich über Al-Quran freuen. Warum? Weil durch den Koran werden sie alles bekommen im Paradies. Stell dir mal vor, du hast Eintrittskarten oder Tickets, Reisetickets für einen Urlaub. Wo? Immer noch Malediven oder ist so langsam langweilig? Wo sollen wir sonst hin? Was gibt's denn? Bitte was?